Ja, du, eine Nebenskasse ist ein sehr altes, traditionelles Instrument, was schon seit vielen Jahrzehnten, früher vor allem von Großunternehmen, zwischenzeitlich immer mehr von mittelständischen und auch von kleineren Unternehmen genutzt wird. Die Pauschalhütte, die Unterstützungskasse, ist ja von jeher absolut bilanzneutral. Hier hat sich auch durch BillMog nichts geändert. Es kann nachrichtlich zu einem Ausweis von Fehlbeträgen kommen, wenn Fehlbeträge vorhanden sind. Dann stehen diese Fehlbeträge aber nicht in der Bilanz, sondern werden im Anhang einer Kapitalgesellschaft angegeben. Also Kapitalgesellschaften, auch GmbH und Co. KGs, sind verpflichtet, Fehlbeträge anzugeben, soweit Fehlbeträge bestehen. Das ist ein wesentlicher Vorteil, die Bilanzneutralität gegenüber anderen Durchführungswegen und ein zusätzliches Argument für diesen Weg.